Achso, die Kamera muss noch beschränkt werden. Ich denke, du wolltest an der Tafel anfangen. Nee, achso. Tafel gesagt? Ja. Sorry, bleib. Nee, ich mach. Sorry. Folie. Ja, Problem. Ja. Alles klar. Oh, okay. Ja, dann herzlich willkommen zur letzten Numerik-Vorlesung in diesem Jahr. So, heute funktioniert glücklicherweise der Beamer wieder. Das ist auch ganz gut so, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Kram hier an die Tafel zu schreiben. Ja, wir hatten uns beim letzten Mal eingehend mit dem Newton-Verfahren beschäftigt, im Ein- und im Mehrdimensionalen. Und im Mehrdimensionalen, also im allgemeinen Fall, gibt es auch eine schöne Konvergenztheorie. Was heißt schön? Theoretisch ist die sehr schön, aber ich nehme direkt vorweg, in der Praxis kann man damit nicht viel anfangen. Ja, gehen wir die trotzdem mal durch. Es ist ein langer Beweis. Und wenn der Beweis so lang ist, dann macht man ja oft Folgendes, dann splittet man die Aussagen ein wenig und fasst so eine Zwischenaussage in einem Lemma zusammen und nimmt dieses Lemma vorweg und beweist das zuerst und verwendet das in diesem Satz, damit es ein bisschen übersichtlich wird. Ja, so, und ja, dann gehen wir dieses Lemma 4.2 mal durch. Wir haben eine Funktion f von d nach r hoch n, von der wir eine Nullstelle bestimmen wollen. Also ein Nullvektor quasi. Nicht Nullvektor ist falsch, ne? Also ein Vektor im r hoch n, der auf den Nullvektor des r hoch n abbildet. So. Und dieses d ist eine Teilmenge von r hoch n und die soll konvex sein. Nochmal zur Erinnerung, eine Menge heißt konvex, wenn die Verbindungsstrecke von zwei beliebigen Punkten immer komplett in der Menge drin liegt. Also zum Beispiel eine Ellipse oder ein Kreis. Das sind so die Klassiker für konvexe Mengen. Ja? So, dann betrachten wir die Jacobi-Matrix und die soll auf D existieren. Und so einer komischen Lipschitz-Bedingung da genügen, ja? Mit Lipschitz-Konstante Gamma. Ja, und dann gilt die folgende Abschätzung. Die Norm von f von x minus f von y minus Jacobi-Matrix an der Stelle y mal x minus y ist kleiner gleich Gamma halbe mal Norm x minus y zum Quadrat. Das Quadrat ist sehr wichtig, weil das lässt uns dann später auf die quadratische Konvergenz des Newton-Verfahrens schließen. Ja, hier nochmal die Definition für eine konvexe Menge. Ja, dieser Term hier, der ist gar nicht so unwichtig in der mehrdimensionalen Analysis. Das ist quasi, wenn man, der taucht auf, wenn man die totale Differenzierbarkeit einer Funktion einführt. Ja, dann steht hier aber erstmal keine Jacobi-Matrix, sondern irgendein L, eine lineare Abbildung. Und man dividiert das Ganze durch Norm x minus y. Ja? Und wenn der Grenzwert von diesem Differenzenquotienten in Anführungszeichen auf der linken Seite dann für x gegen y existiert, dann sagt man, die Funktion ist total differenzierbar und die lineare Abbildung ist gegeben durch die Jacobi-Matrix. Ja? Ja. Ja, und wenn man eins von diesen Normen x minus y hier rüberholt, hat man quasi eine Abschätzung für diesen sogenannten Differenzenquotienten, ne? Der natürlich dann weiterhin für x gegen y gegen 0 gehen muss. Ja? So. Ansonsten ist dieses Lemma erstmal nichtssagend, nur dass diese Abschätzung gilt und verwendet wird die Aussage in dem folgenden Konvergenzsatz für das Newton-Verfahren. Ja, das ist der Satz von Newton-Misowski, nicht Bisowski, Misowski, mit KH geschrieben, nee, Kick sogar, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das K am Ende noch ausgesprochen wird, keine Ahnung.
Okay, so, wir haben dieselben Voraussetzungen natürlich wie im Lemma. F geht von D nach R auch N, D ist Teilmenge auch N konvex. Muss natürlich stetig differenzierbar sein, damit die Jacobi-Matrix existiert. Und die Jacobi-Matrix soll invertierbar sein, für alle x aus D. So, und dann geht's los. Dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich. Ja. Ich will das jetzt nicht einfach so vorlesen, sondern was steht da quasi? Ja, also wir haben jetzt, es gibt jetzt Konstanten. Alpha, Beta, Gamma hast du nicht gesehen. Beta, Gamma, Alpha muss kleiner 1 sein. So, und wir haben die Lipschitz-Bedingungen für die Jacobi-Matrix, damit wir auch unser Lemma verwenden können. Das brauchen wir. Naja, was steht da noch? Die Inverse der Jacobi-Matrix soll irgendwie beschränkt sein. Auf ganz D. So, und ja, hier gibt es noch so eine Beschränkung. Inverse mal F und beides an der Stelle x0 soll auch beschränkt sein durch Alpha. So, und dann gibt es irgendein H0, das zwischen 0 und 1 liegen, Alpha, Beta, Gamma, Halbe. Ist gleich dem H0, muss dementsprechend auch zwischen 0 und 1 liegen. Ja, und dann gibt es einen Radius, der ist dann definiert durch Alpha durch 1 minus H0. Das ist alles völlig unwichtig. Ja? So, wichtig ist jetzt das hier. Egal was das R ist. Ja? Lest das einfach so, es gibt ein R. So, und was da steht, das ist der Ball um x0, um unseren Startwert vom Radius R. Und zwar der abgeschlossene Ball inklusive der Hülle mit deswegen S quer. Das S steht auch für Sphäre oder auf Englisch Sphere. Ja, und dieser komplette Ball um x0 rum, der muss in D sein. Ja, also was heißt das? Im Endeffekt heißt das, der Startwert muss günstig gewählt sein. Mehr heißt das nicht. Ja? Diese Konstanten, die sind stark restringiert. Ne? Durch Beta Gamma halbe kleiner 1. Und das Alpha muss auch so gewählt werden, dass Alpha Beta Gamma halbe kleiner 1 ist. Ja? Also der Satz sagt, dass in einem Ball, also ein bestimmter Ball von einem bestimmten Radius um das x0 muss komplett in einer konvexen Menge sein und auf dieser konvexen Menge müssen die schönen Eigenschaften 1i bis 3i gelten. Die starken restringierten Eigenschaften 1i bis 3i. Ja? So ein Radius wird man in der Praxis niemals a priori berechnen können. Das ist völlig unmöglich. Ja? Diese Eigenschaften gelten für schöne Kelche, für schöne konvexe Funktionen, ja, für sowas, ne, so ein Kelch, und ja, wo unten dann globales Minimum existiert. Ja. Wenn die Funktion zerklüftet ist, verrauscht ist, was man in der Praxis oft hat, kann man damit überhaupt nichts anfangen. Okay, aber angenommen, wir haben das, was ist die Aussage des Satzes, dann ist die Folge xk der Newton-Iteration wohl definiert, das heißt, alle xk sind in D, sogar in der Sphäre, in dem Ball vom Radius R um x0, und das Newton-Verfahren konvergiert gegen ein x-Stern, was auch aus dieser Sphäre ist, mit f von x-Stern gleich 0. Und man hat die quadratische Konvergenz. Ja? Hier muss ein x-Stern stehen, oder? Moment. Mal gerade in meinen Unterlagen nach. Da müsste doch eigentlich ein x-Stern stehen, kein xk. Hopp, hopp. Wir hatten ja, hier nochmal zurück, wo hatten wir die quadratische Konvergenz definiert? Hier, ne, Konvergenzordnung, hier muss x Stern stehen, ne? Also man betrachtet immer den Fehler in der neuen Iteration im Vergleich zum Fehler der alten Iteration. Genau, das werde ich dann korrigieren, ja? Und hier haben wir einen quadratischen Fehlerterm stehen. Ne? Konstante ist völlig egal.
Ja, das ist der eine Satz. Der ist nicht so prominent. Der prominenteste Satz ist der hier, das ist der Satz von Newton Kantorowicz. Der hat einen wesentlichen Unterschied. Gut, der Radius lässt sich anders berechnen, das ist eine andere Formel, das ist völlig egal. Das ist unwichtig. Die Lipschitz-Bedingungen sind ein bisschen anders. Also hier steht man noch die Inverse. Der Jacobi-Matrix, dann stelle ich x0 davor, aber das ist unwichtig. Was wichtig ist, naja, im Satz von Newton-Mizowski war die Voraussetzung, dass die Inverse auf ganz deinvertierbar sein muss. Ja, das ist schon eine starke Voraussetzung. Und diese Voraussetzung hat dieser Satz nicht. Hier besteht nur die Voraussetzung, dass die Jacobi-Matrix nur an der Stelle x0 invertierbar sein muss und dann folgt daraus, dass sie auch ganz deinvertierbar ist. Ne? Das ist natürlich viel schöner und ja, die Voraussetzung ist halt nicht so streng wie im vorherigen Satz. Ne? Alles andere ist fast dasselbe und auch hier haben wir wieder quadratische Konvergenz. Ja? Das ist nicht nochmal auf einer separaten Folie aufgeführt. Ja? So. Den Beweis vom Satz 4.5, also des Satzes von Newton-Kantorowicz, findet ihr im Sturm-Bulisch. Den Beweis vom Satz 4.4 nicht. Ich habe auch nicht weiter recherchiert, wo der eventuell zu finden wäre. Der Beweis, den ich da machen werde, stammt aus meiner Numerikvorlesung von damals. Wie lange ist das jetzt her? Wann habe ich das gehört? 2002. 18 Jahre her. Gut, ich habe ein bisschen rumkorrigiert, so ein bisschen was am Beweis geändert, weil ich das nicht von meinem Prof so schön fand. Er hat es damals nicht so sauber gemacht und auch nicht so verständlich, wie ich es jetzt gerne gehabt hätte. Ja, und deswegen habe ich da ein bisschen dran modifiziert. So. Ja, jetzt hatte ich aber beim letzten Mal gesagt, dass ich zeitlich ein bisschen überlegen muss. Was ich noch mache, wir haben nach Weihnachten, also 9 Jahre, noch 4 Veranstaltungen, ja? Und der Beweis ist ziemlich lang. Ja, und ich habe mich dazu entschieden, den Beweis tatsächlich zu machen, das passt zeitlich noch, aber nicht heute. Ja? Ich hatte ihn, ja, als ich das erste Mal Numerik gemacht habe, hatte ich tatsächlich den vor Weihnachten noch ja, ziemlich hastig an die Tafel geschrieben und habe dann gesagt, ja, das ist jetzt euer Weihnachtsgeschenk. Ja, das Weihnachtsgeschenk kam aber nicht so gut an, natürlich nicht. Ja, und deswegen habe ich dann seitdem gesagt, wir machen das, wenn wir wieder frisch sind, im neuen Jahr und jetzt nicht auf den letzten Drücker, weil ich würde es vielleicht schaffen, aber mit Ach und Krach und das bringt nichts. Lassen wir uns lieber im neuen Jahr ein bisschen mehr Zeit dafür. Und wie gesagt, die Zeit sollten wir haben. Denn heute mache ich dann das Kapitel über Approximation. Auch ein bisschen verkürzt. Ja, und dann haben wir genug Zeit dafür. Und auch noch für das Kapitel über Eigenwerte. Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu Kapitel 5. Also wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Zur Approximation. So, und jetzt steht da erstmal Approximation versus Interpolation. Die Interpolation behandle ich in Numerik 2. Ja, das ist hier, wer Interesse hat, kann sich das angucken. Sind ja alle Folien da, das ist das Kapitel 8. Ja, und hier machen wir ein kleines bisschen zur Approximation. Ja, was ist denn Approximation? Was ist die Problemstellung, die man sehr oft in der Praxis hat? Ja, wir haben eine Reihe von Daten gegeben. Ja, das sind meistens irgendwelche experimentellen Messdaten, statistische Evaluationsdaten oder irgendwas. Ja. Und die sind halt in Abhängigkeit von irgendeiner bestimmten Größe gemessen, zum Beispiel der Zeit. Ne? Ja. Oder Ort, was auch immer. Ja. So, und ja, den Ortsraum und den Zeitraum bezeichnet das Omega, also allgemein
den Eingaberaum und Skript D soll der Datenraum sein, in dem die Messdaten entstanden sind. Ja? So, und das Ziel ist jetzt, ich möchte eine Funktion f finden, die, naja, da steht numerisch gut handhabbar ist. Das heißt, sie muss berechenbar sein, sie muss auswertbar sein. Ne? Ich hätte gerne eine möglichst analytische Darstellung. Ne? Und sie soll möglichst glatt sein. Ne? Ja, und die Funktion geht von Omega nach D, also von meinem Inputraum in den Outputraum. Und bei der Approximation lege ich diese Funktion quasi zwischen die Punkte durch, ohne sie genau zu treffen. Ja? Und die Daten sollen natürlich aber trotzdem möglichst gut durch F erfasst werden. Das heißt, der Abstand zwischen Funktionswert und tatsächlichen Datenpunkt soll minimal werden. Ja? Wenn wir auch die Datenpunkte in Abhängigkeit von x darstellen können. Ja? So, in Interpolation hingegen bedeutet, dass ich alle Punkte genau treffe. Dass ich also eine Kurve suche, die durch alle Punkte exakt durchgeht. Ja? Das hat den Nachteil, dass ich dann nicht unbedingt Glattheit voraussetzen kann. Ne? Ja, wenn ich eine Kurve durchlege, das kann ich so machen, ja, die kann schön glatt sein. Wenn ich aber alle Punkte treffen will, dann neigt die Funktion natürlich eher zu oszillieren, je nachdem wie die Punkte liegen. Ne? Gut, aber auch bei der Interpolation gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man das nicht gerade über Polynome macht und die Stützstellen variiert und so weiter, dann kriegt man auch schöne glatte Funktionen hin, vor allem auch mit Splines, ja, aber dazu in Numerik 2 mehr. Wir beschäftigen uns hier erstmal nur mit Approximation. Ja. Ja, auf der vorherigen Folie stand eine Norm von f von x minus d von x. Das muss man natürlich spezifizieren. Da gibt es natürlich jetzt auch wieder verschiedene Fehlermaße und ja, was man nehmen kann, ist das Maximum über alle x aus AB der Norm der Differenzen zweier Funktionen, zwei Funktionswerte. Ne, das wäre dann die Unendlich-Norm von g minus f, wenn man zwei Funktionen g und f miteinander vergleichen will. Ne, also es ist ein kontinuierliches Fehlermaß. Ne? So, und es gibt auch die 2-Norm. Das ist einfach dann das Integral von a bis b über Betrag g von x minus f von x zum Quadrat dx und daraus die Wurzel. Ja? Ja, das ist auch mal ein Beispiel dafür, dass ihr mal seht, dass es auch noch auch andere Sachen gibt, als immer nur die langweilige euklidische Norm, die man so kennt. Ne? Das sind jetzt Normen für Funktionen und da spielen auch Integrale eine sehr große Rolle. Gut, das auch das betrifft uns jetzt erstmal nicht, auch das kommt in Numerik 2 wieder. Wenn wir uns mit numerischer Integration beschäftigen, vor allem bei der Gauss-Quadratur, da spielen solche Normen eine Rolle und auch bei den Finite-Elementen-Methoden. Ja, da braucht man die sogenannten LP-Räume und auf den LP-Räumen sind derartige Normen definiert. Ja. Okay, womit wir uns aber jetzt beschäftigen, ist eher die Methode der kleinsten Quadrate. Ja, das ist so die allgemeine Methode, um eine Approximationsfunktion zu bestimmen. Ja, also ich minimiere den euklidischen Abstand zwischen Funktionswert und Datenpunkt. Ja, und das über den gesamten, über alle Datenpunkte. Ne? Also, alle Abstände müssen möglichst klein sein. Ne? So, und das mache ich, indem ich natürlich dann die Summe über die Fehlerquadrate bilde, ja, der einzelnen Fehler zwischen Funktion und Datenpunkt und diese quadratische Fehlerfunktion dann minimiere. Ne? Das ist die Methode der kleinsten Quadrate. So, und ja, jetzt die Kunst besteht darin,
eine möglichst gute Ansatzfunktion zu wählen. Ne? Also, wie will ich meine Punkte beschreiben, durch welche Funktion. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich die Punkte durch eine Gerade zu beschreiben, also eine Gerade durch die Punkte durchzulegen. Ne? Das ist dann die sogenannte Regressionsgrade. Habt ihr alle schon von gehört? Ja, hat besonders Anwendung in der Statistik. Ist natürlich keine gute Approximation, jedenfalls nicht immer. Ja, es ist nur linear. Aber es reicht oft, wenn man zum Beispiel irgendeinen Trend vorhersagen will in einem Datenpunkt. Ne? Dann reicht das oft. Ja. Okay, wie sieht die Regressionsgrade aus? Wie wird die eigentlich berechnet? Ne? Ich meine, das geht natürlich in MATLAB ganz einfach. Ne? Ein paar Befehle. Zack, habt ihr die Regressionsgrade. Ne? Ja, wie wird die denn berechnet? Ja, gibt es natürlich Formeln für. Die Formeln sollt ihr in der Übung tatsächlich mal herleiten. Ja, wir haben Punkte x, y, y aus dem R2. Ja? Also Punkte mit den Koordinaten x und y. Ne? So, und ich brauche eine Gerade. Die ist jetzt hier meine Punktsteigungsform angegeben. G von nichts gleich ax plus b. A ist die Steigung. B wäre der Schnittpunkt mit der y-Achse. Ja? Und ich möchte ja gerne die Abstände zwischen den y-Is und den entsprechenden Punkten auf der Geraden, also g von x, i, für alle i gleich 1 bis n minimieren. Ja? Dadurch entsteht natürlich ein Minimierungsproblem. Wie löse ich das? Indem ich die erste Ableitung gleich 0 setze. Ja? Und dann bekomme ich nach ziemlich viel Einsätzen hin und her gerechnet, ne? Also so straightforward ist es nicht, deswegen eine Übungsaufgabe, bekomme ich Formeln für meine Koeffizienten b und a. So, hier habe ich noch eine abkürzende Notation verwendet. X quer ist der Durchschnitt über alle xi und y quer der Mittelwert. Ja, ist dasselbe. Der Mittelwert über alle y. Ja? Und dann ist b gleich y quer minus ax quer. Und die Steigung a ist gegeben durch 1 durch n mal Summe i gleich 1 bis n über xi, yi. Das könnte ich auch als das Skalarprodukt von x und y schreiben, wenn ich das als Vektoren auffasse. Minus x quer y quer dividiert durch 1 durch n. Summe i gleich 1 bis n xi Quadrat, das wäre das Skalarprodukt von x mit sich selbst, minus x quer Quadrat. Ja? So. Und was im Zähler steht, ist die sogenannte Kovarianz. Kovarianz von x und y, weil hier Produkte von x und y vorkommen. Und ja, im Nenner steht die Varianz. Und das ist quasi die quadratische Abweichung vom quadratischen Mittelwert. Ne? Das ist die Varianz. Ja? Das sind Ausdrücke aus der Statistik, die habt ihr garantiert alle schon mal gehört. Interessieren uns hier aber jetzt nicht weiter. Ne? Ja. Ja, so sieht es dann aus. Ne? Ich hoffe, man kann es erkennen. In Rot habe ich Datenpunkte hingemalt. Ich glaube, der stammt aus. Weiß ich gar nicht mehr, woher der stammt. Auf jeden Fall hatte ich da irgendwie was über Machine Learning geschrieben. Auf Englisch. Deswegen heißt das hier Training Data. Und ja, die blaue Gerade ist die Regressionsgerade. Ja, die heißt hier in der Legende Linear Regression. Ne? Ja. Genau. Wenn wir sowas sehen. MATLAB, ich glaube, das habe ich mit R gemacht, damals geplottet, dann ja, bekommt man halt, ja, sind das ein, zwei Befehle und man bekommt die Regressionsgrade sofort berechnet, aber es ist ja immer mal schön zu wissen, was überhaupt mathematisch dann dahinter steckt. Ne? Okay, gut. Regressionsgrade ist sehr wichtig, deswegen habe ich damit mal angefangen, das war der Abschnitt 5.1. So, kommen wir jetzt aber mal zum allgemeineren Fall. Wir gehen jetzt wieder in den ROL rein.
Und kommen jetzt zum Abschnitt 5.2, lineare Ausgleichsrechnung heißt das allgemein. Ja, also wir bleiben erstmal beim linearen Fall. Ja, wir versuchen die Regressionsgerade auf den RN zu erweitern. So, und wir betrachten jetzt mal M Datenpunkte, die bestehen aus wieder aus XIs, aber die XIs sind jetzt Vektoren. Ja? Die X sind Vektoren aus dem RN. Ja? Und die Ys sind halt ein ja, Funktionswert. Ne? Im maschinellen Lernen wird das auch Label genannt oder auch Target. Ne? Gibt es mehrere Ausdrücke für. Ja? Also die Y sind aus R und die XI sind jetzt aus R hoch N. Ne? Das heißt, so ein Tuppel XIYI ist natürlich dann aus R hoch N plus 1. Und hier habe ich das mal komponentenweise noch aufgedröselt. Ja? So, und ich möchte jetzt ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem lösen, der Form A mal Alpha gleich Y, wobei A aus R M kreuz N ist, und das ist die Matrix, die als Einträge die XIJ enthält. Die rechte Seite Y des Gleichungssystems ist gegeben durch den M-dimensionalen Vektor Y, und die Lösung Alpha ist ein N-dimensionaler Vektor. Ja? So ein Gleichungssystem hat im Allgemeinen keine Lösung. Warum ist das so? Ja? Stellt euch mal ein N kreuz N Gleichungssystem vor, das eine eindeutige Lösung hat. Ne? So. Die ganzen Zeilen sind dann linear unabhängig, wie wir aus der linearen Algebra wissen. Ne? So, im R hoch N ist es so, wenn ich ein linear unabhängiges System bestehend aus n Vektoren gefunden habe, ne, habe ich ja quasi eine Basis für den R hoch n gefunden. Das heißt, die Zeilenvektoren meiner Matrix bilden eine Basis für den R hoch n. Wenn ich jetzt eine neue Zeile hinzufüge, ja, die nicht unbedingt kollinear ist mit einer anderen Zeile, ne, aber die ist auf jeden Fall linear abhängig, ja, zu den Zeilen davor. Ne? Ja? So. Und wenn meine Lösung die ersten n-Gleichungen löst, dann garantiert nicht die n plus erste. Ja? Ich kann mir garantiert eine rechte Seite, ja, so überlegen, dass dann eine falsche Aussage rauskommt. Ne? Ja, das kommt ja dann auf die rechte Seite an. Ne? Ja, weil die linke Seite bestimmt mir ja, wenn ich meine Lösung einsetze, was rauskommen muss. Und dann schreibe ich auf die rechte Seite was anderes und zack, hat mein Gleichungssystem keine Lösung mehr. Ne? Gut, ja, was macht man denn dann? Genauso wie bei der Regressionsgeraden. Sucht man nach einer approximativen Lösung, sorry, schweres Wort manchmal. Ja, ich minimiere weder die Abstände zwischen den Labels Y und A mal Alpha. Was ist das? Das kennen wir schon vom CG-Verfahren, das ist das Residuum. Ja, ich bestimme die Lösung Alpha so, sodass das Residuum oder die Norm des Residuums minimal wird. Ja? Genau. So, und wenn man die euklidische Norm verwendet, dann hat man die eben schon angesprochene Methode der kleinsten Quadrate. Und wenn man die Maximumsnorm nimmt, spricht man vom sogenannten diskreten Chebyshev-Problem. Aber wir bleiben hier bei der Methode der kleinsten Quadrate. Ne? So, was kann ich machen? Ich kann eigentlich einen ganz einfachen Trick anwenden, um das Gleichungssystem zu lösen. Ja? Das Gleichungssystem hieß ja A Alpha gleich Y. Ja? So, jetzt multipliziere ich auf beiden Seiten mit A transponiert. Dann steht da A transponiert A Alpha gleich A transponiert Y. Naja, was ist denn A transponiert A? A transponiert ist eine N kreuz M Matrix und A ist eine M kreuz N Matrix. Das heißt, A transponiert A ist eine N kreuz N Matrix. Ja?
Und A transponiert Y ist ein n-dimensionaler Vektor. Ja, das ist doch schön. Das ist doch super. M ist ja oft viel, viel größer als n. Ja, und jetzt habe ich auf einmal ein schönes, kleines, quadratisches n cross n Gleichungssystem. Ja? Das kann man machen. Und die zugehörigen Gleichungen, die dieses Gleichungssystem liefert, die heißen auch normale Gleichungen. Ja, wo ist der Bug? Warum macht man das nicht? Naja, wieder aus numerischen Gründen. Es hängt von der Konditionszahl von A ab. Ja? Wenn A schlecht konditioniert ist, also schon nahezu singulär, hatten wir ja alles Beispiele für, dann A transponiert A erst recht. Das wird ganz schlimm. Ja? Und deswegen macht man das eigentlich in der Praxis nicht. Okay. Ja. Was macht man? Man multipliziert nicht mit A transponiert, sondern man betrachtet dieses Gleichungssystem hier. Wobei auf der linken Seite der Vektor mit lauter Einsen steht. Ja, links von A. Mal Alpha quer. So, warum Alpha quer? Weil ich hier noch eine Komponente Alpha 0 quer habe, weil ich ja hier noch eine Spalte hinzugefügt habe, gleich Y. Ja, und ich bestimme das Alpha quer mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate. Und ja, das bedeutet, dass die Regressionsgerade in R, jetzt in R hoch N, zu einer n-dimensionalen Regressionshyperebene wird, ja, die jetzt die Daten irgendwie trennt. Ne? Und dieses Alpha 0 quer ist die Verschiebung dieser Ebene nach oben oder unten. Ne? So, das ist das, was man macht, meistens mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate. Ja? Oder der sogenannten Pseudo-Inversen. Ja? Das hatte ich ja von vornherein gesagt. Das Kapitel lasse ich aus Zeitgründen weg. Aber ganz kurz, ja, nur die Motivation. Ja, wenn wir hier dieses überbestimmte Gleichungssystem A mal Alpha gleich Y nochmal betrachten. A ist eine rechteckige Matrix, eine M-Kreuz-N-Matrix. Ne? Eine rechteckige Matrix hat natürlich, wie wir es in der linearen Algebra kennengelernt haben, keine Inverse. Ist nicht invertierbar. So, jetzt geht man aber hin, ja, und versucht trotzdem eine Inverse auf Teufel komm raus zu bestimmen. Ja? Und das funktioniert tatsächlich. Das ist die sogenannte Pseudo-Inverse. Die nennt man aber dann A plus, nicht A hoch minus 1. Und dann kann man tatsächlich nach Alpha auflösen, dann steht da Alpha gleich A plus Y. Ja? Ja, und diese Pseudo-Inverse kann man tatsächlich berechnen mit Hilfe der Lösung von ziemlich vielen nicht-linearen Gleichungen. Ja? Es ist aufwendig, es ist sehr, sehr aufwendig. Aber man kann es. Ja? Okay, aber wie gesagt, das Kapitel über die Pseudo-Inverse lasse ich weg. Steht alles, wer es nachlesen will. Ja? Das sind die Eigenschaften und diese Eigenschaften liefern die Formeln für die Pseudo-Inverse A+. Ja? Okay. Und hier sind auch noch spezielle Formeln. Ja, wenn A transponiert A invertierbar ist, darf ich das noch, ne? Also wenn die Konditionszahl von A transponiert A einigermaßen ist, dann kann ich diesen Ansatz verfolgen, den ich eben gemacht habe, einfach mit A transponiert A multiplizieren. Und die Pseudoinverse ist dann gegeben durch A transponiert A hoch minus 1. Ne? Das kann ich dann invertieren, mal A transponiert. Ja? Wenn die Matrix schlecht konditioniert ist, ja, dann kann ich die Inverse auch schlecht bilden oder gar nicht bilden. Ne? Und dann funktioniert dieser Ansatz in der Praxis eben nicht. Also die Multiplikation mit A transponiert A. Ja? Ja, und die Lösung A plus Y ist tatsächlich dann die Lösung unseres linearen Ausgleichsproblems.
Also die Ausgleichslösung des überbestimmten Leistungssystems, die Norm des Residuums minimiert. Ja? Okay, so. Aber kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Kapitel, oder Unterkapitel, welches in vielen anderen Bereichen auch seine Anwendung findet, das ist die QR-Zerlegung. Ja? So, die möchte ich heute noch machen. Das ist auch der Schluss von Kapitel 5. Mehr möchte ich auch zur Approximation gar nicht sagen. Das sind so die wichtigsten Sachen, lineare Ausgleichsrechnung und QR-Zerlegung. Das ist eigentlich so das, was man in der Praxis macht, wenn man über bestimmte Gleichungssysteme lösen will. Es gibt noch die Singulärwertzerlegung. Das ist auch ganz schön. Ja, die habe ich tatsächlich jetzt mal in eine andere Veranstaltung reingepackt, im Bachelor. Ich könnte mir überlegen, sie tatsächlich hier auch noch unterzubringen. Ja, also wir haben ja tatsächlich im Januar wirklich doch nur noch, in Numerik bin ich echt viel weiter, als ich gedacht hätte. Und im Januar haben wir tatsächlich noch den Beweis des Newton-Verfahrens vor uns und das Kapitel über Eigenwerte. Ja, vielleicht überlege ich mir mal, streue ich noch mal ein kleines Unterkapitel über die Singulärwertzerlegung ein, weil das nämlich auch sehr praxisrelevant ist. Ja? So, die QR-Zerlegung funktioniert immer, ja? Im Gegensatz zur LR-Zerlegung. Die funktioniert für sämtliche Matrizen beliebiger Gestalt, ja? Also auch für rechteckige Matrizen, m kreuz n, egal ob m größer n ist, m kleiner n ist oder m gleich n ist. Ja? So, was sind Q und was sind R? Ne, also bei der LR-Zerlegung habe ich jetzt eine Zerlegung der Form A gleich Q mal R. Q ist eine quadratische M kreuz M orthogonale Matrix. Orthogonale Matrixveränderung heißt, dass Q transponiert Q gleich der Einheitsmatrix ist. Oder anders ausgedrückt, die Spalten oder Zeilen, völlig egal, was man da nimmt, sind orthogonal zueinander und auf 1 normiert. Ja, das ist ein bisschen blöd. Die Matrix heißt orthogonal, die Spalten sind aber orthonormal. Ne? Das muss man sich merken. Ne? So, und R ist wieder eine Obo-Dreiecks-Matrix. Ne? Ja, gut. Bevor wir jetzt zu der QR-Zerlegung kommen, also wie ich die berechnen kann, kommen wir erstmal zur Anwendung für überbestimmte Gleichungssysteme. Ja, angenommen, ich will dieses überbestimmte Gleichungssystem A gleich B lösen. Und ich habe eine QR-Zerlegung für A, dann schreibe ich QRX gleich B. Ne? So, jetzt löse ich, dann schreibe ich für RX, genauso wie ich das bei der LR-Zerlegung mache, ersetze ich das durch einen Vektor, den habe ich hier Z genannt. Ja? Und löse zuerst das Gleichungssystem Q mal Z gleich B. Naja, da die Matrix orthogonal ist, ist die Inverse gleich der transponieren. Ja? Das heißt, ich brauche keine Inverse zu berechnen, die habe ich direkt gegeben. Ja? Das heißt, ich kann diese Gleichung ohne weiteres nach Z auflösen. Z ist dann einfach Q transponiert B und ich brauche dafür kein Gleichungssystem zu lösen. Ja? Das ist das Schöne daran. So, und anschließend, ja, genauso wie bei der LR-Zerlegung, berechne ich dann Rx gleich Z, weil das hatte ich ja durch Z substituiert. Ja, und das geht wieder durch rückwärts einsetzen. Ne? So. Eine weitere wichtige Anwendung sind Eigenwertprobleme. Ja? Da wird uns auch wieder ganz am Schluss beim sogenannten QR-Verfahren die QR-Zerlegung wieder begegnen. Ja? So, die QR-Zerlegung ist sehr aufwendig zu bestimmen, werden wir gleich sehen. Aber sie ist numerisch sehr stabil. Es liegt halt daran, dass diese Matrix, Q schön orthogonal, also schön invertierbar ist, also was Schöneres kann man gar nicht erwarten. Ja, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die alle geometrisch basiert sind, um so eine QR-Zerlegung zu kriegen. Die beiden Verfahren, die ich euch heute noch vorstellen möchte, sind die Verfahren, die durch Haushalterspiegelungen und Givens-Rotationen realisiert werden. Ja, es gibt noch das Gram-Schmidt-Verfahren.
Das basiert auf Projektionen, da kommen ziemlich viele Skalarprodukte drin vor. Aber das ist jetzt, das wäre zu viel. Und das ist ja nur Formelgedöns. Ne? Okay. Ja. Okay, dann fangen wir mal an mit den Householder-Spiegelungen. So, ich weiß nicht, ob ihr das in linearer Algebra im Bachelorstudiengang hattet. Ich habe es gemacht, ich mache das hier, aber es ist jetzt kein Standardkapitel der linearen Algebra. Ja, wie kann ich eine Spiegelungsmatrix beschreiben? Spiegeln tue ich ja immer an einer Ebene. Ne? Ich habe irgendwie eine Ebene und spiegel da einen Vektor. Ich male da gleich mal ein Bildchen zu. Ja? Und eine Spiegelungsmatrix ist gegeben durch die Einheitsmatrix EM minus 2 mal n, n transponiert. Und n ist der normale Einheitsvektor der Ebene, an der ich spiegele. Woher die 2 kommt, sehen wir tatsächlich gleich in der Skizze. Ja? So, hier müsste tatsächlich noch normal ein Einheitsvektor stehen, ne? Also der normale Vektor n, der muss auf 1 normiert sein. Und so eine Matrix heißt auch Householder-Matrix, benannt nach ihrem Erfinder. Ja? So, und wenn ich die 2 weglasse, dann entsteht eine Projektionsmatrix auf die Ebene. Ne? Also mit n transponiert projiziere ich auf die Ebene. Und mit 2n transponiert verlasse ich wieder die Ebene und spiegel quasi da dran. Ne? Wie gesagt, gleich eine Skizze dazu. So, Householder-Matrizen sind orthogonal. Das ist eine Übungsaufgabe, das zu zeigen. Wir müssen nur zeigen, dass H transponiert H gleich der Einheitsmatrix ist. Jo. Und wie ergibt sich jetzt meine Matrix Q in der QR zu legen? Das ist jetzt einfach das Produkt von Householder-Matrizen, ja, und zwar von Hn-1 bis Hn, ja, also so rum. Ne? Genauer gesagt ist das Produkt die transponierte von Q. Ne? Ja, und diese Matrizen, die multipliziere ich von links sukzessive an meine A ran, ja, bis ich rechts meine gewünschte obere Dreiecksmatrix habe. Ja, und das Produkt der Householder-Matrizen, was dann hier links steht, ist Q transponiert. Und wenn ich das Q transponiert rüberhole, ist der orthogonal, steht da A gleich Q mal R. Ne? Ja. Okay. So, was zu zeigen ist, dass das ist eine Übungsaufgabe für euch, dass die Einheitsmatrix minus n mal n transponiert tatsächlich eine Projektion auf die Ebene mit normalen Einheitsvektor n aus R auf m beschreibt. Ja, und dann ist mit Hilfe em minus 2 mal n transponiert tatsächlich eine Spiegelung gegeben. Ne? Das ist dann nicht mehr zu zeigen. Das folgt dann aus der Skizze, die ich gleich male. Und H ist orthogonal. Das ist eine Übungsaufgabe. Das sollt ihr beweisen. No. Okay. Ja. Es ist nur die Frage, wie man die Ebene wählt, an der man spiegelt. Also wie man den normalen Einheitsvektor wählt. Das werde ich jetzt nicht beweisen. Ja? Ich will eher zeigen, wie es funktioniert, ne? Anhand von ein paar Beispielen. So, das fällt natürlich jetzt vom Himmel. Ja? Ich muss den normalen Einheitsvektor irgendwie wählen. Ich nehme die erste Spalte von A. Die bezeichne ich mal mit A-Stern 1. Dann addiere ich darauf das Signum von A11, das ist der Eintrag oben links, mal die Norm der ersten Spalte, mal dem Einheitsvektor E1. Ja? Und hier muss man beachten, dass das Signum von 0 hierbei als 1 definiert wird. Ja? So, dies bewirkt jetzt, dass die erste Spalte von A zu einem Vielfachen des ersten Einheitsvektors wird. Ja? Also ich möchte die erste, ich will eine Ebene finden, sodass ich die erste Spalte von A so an der Ebene spiegeln kann, dass ich nach der Spiegelung quasi auf der x-Achse lande. Ja? Und das dann für alle Achsen, ne? Bis ich dann irgendwann eine obere Dreiecksmatrix
erzielt haben. Ja, das ist so die Idee. Ja, und das kann man irgendwie herleiten, dass man das M dann so wählen muss. So, und jetzt gehen wir mal an die Tafel. Jetzt mache ich mal eine Skizze und gebe euch mal ein Beispiel dazu. Ja, also das wäre es. Der Abschnitt 5.3, die Koerzerlegung. Ja, machen wir mal ein Bildchen. So, ich mache mal eine Ebene. Das soll die Spiegelungsebene sein, von der ich gerade gesprochen habe. Die soll senkrecht in die Tafel reingehen. Ja? So, das soll die Spiegelebene sein. So, und jetzt betrachte ich, naja, kann ja, das ist, muss jetzt nicht der Koordinatenursprung sein, aber ich kann ja sämtliche Vektoren im Koordinatensystem parallel verschieben. Ja? Und ich betrachte jetzt hier irgendeinen Vektor x, den ich an der Ebene spiegeln will. Ja? So, und wie gesagt, der erste Schritt besteht ja darin, den Vektor auf die Ebene zu projizieren. Ja? So, angenommen, hier ist der Normalvektor n, normalen Einheitsvektor, Vorsicht, nehmen wir den nicht bis, unbedingt bis dahin. Ja, lassen wir mal nur bis hier gehen. Ja. Und der steht senkrecht auf der Ebene. Ne? So. Und dann ist das hier ein Vielfaches von n. Das zeichne ich jetzt mal mit Lambda mal n. Ne? Lambda ist aus R. Lambda kann auch negativ sein. Ne? Wenn n kann ja auch in diese Richtung zeigen. So, und ich interessiere mich jetzt erstmal für diesen Vektor. Ja. Das heißt, der Vektor, der entsteht, wenn ich x auf die Ebene projiziere. Ja. Und das ist natürlich, dieser Vektor ist natürlich nach Linearkombination x minus Lambda mal n. Ja. So, und jetzt will ich das Lambda bestimmen. Naja, was habe ich für eine Bedingung? Dass dieser Vektor und dieser Vektor orthogonal sind. Das heißt, das Skalarprodukt von x minus ln, Lambda n und Lambda n. Ne, du brauchst kein Lambda. Nur n, ne? Reicht. Muss 0 sein, ja? So, dann rechne ich das aus. Das ist das Skalarprodukt von x, n. Lambda kann ich vor das Skalarprodukt schreiben. Dann steht da Lambda minus Lambda mal Skalarprodukt von m mit sich selbst. N ist der normale Einheitsvektor, hatten wir ja gesagt. Also ist das gleich 1. Und damit ist Lambda gleich dem Skalarprodukt x, n. Ja? So. Und diese Skalarprodukte, die spielen immer bei solchen Projektionen eine Rolle. Ja? Ja, also wenn ich hier einen Vektor in Richtung des normalen Vektors der Ebene projizieren will, ist das Vielfache dieses normalen Vektors immer das Skalarprodukt vom normalen Vektor. Nochmal ein Einheitsvektor, ne? Mit dem zu projizierenden Vektor, dass diese Skalarprodukte tauchen wie immer bei sämtlichen Projektionen auf. Und ich habe ja schon mehrmals erwähnt, das Gram-Schmidt-Verfahren basiert ja auf Projektionen und die Formeln in dem Gram-Schmidt-Verfahren basieren alle auf den Skalarprodukten. Ne? Und daher kommen die. Okay. Gut. Ja. Das heißt, die Matrix P gleich
Die Einheitsmatrix, warum die Einheitsmatrix? Naja, ich gehe ja erst in Richtung ich selbst. Ja? Und dann gehe ich hier hin. So, und das stelle ich jetzt da durch minus n mal n transponiert. Ja, ihr sollt natürlich noch in der Übung beweisen, dass das tatsächlich also die Projektionsmatrix ist. Ne? Das ist jetzt die Projektionsmatrix. Ja, und naja, dementsprechend, wenn ich jetzt zweimal in die Richtung gehe, dann bekomme ich einen gespiegelten Vektor an der Ebene x lang. Ne? Das ist doch nicht mehr zu zeigen, das folgt aus der Skizze. Ne? Also h gleich em minus 2 mal n transponiert ist dann eine Spiegelungsmatrix. Ne? Ja. Ja, nochmal zur Erinnerung, das male ich mal jetzt hier oben hin, das wische ich mal weg. Was war n mal n transponiert? Ist natürlich eine Matrix, ne? Ja. So, das ist einfach. Ich muss Komponenten multiplizieren, n1 Quadrat, dann habe ich hier n1, n2 bis, nein, das ist jetzt blöd, n1, nn, okay. Dementsprechend hier nn, n1, n2, n1 und nn Quadrat, ja, das ist diese Matrix. Wobei N1 bis N natürlich die Komponenten von N sind. Diese Matrix hat Rang 1. Ja? Das liegt daran, dass jede Spalte ein Vielfaches des normalen Vektor N1 bis NN ist. Die erste Spalte ist N1 mal den normalen Vektor. Die zweite Spalte N2 mal den normalen Vektor. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier muss NN stehen. Ja. Und die letzte Spalte ist nn mal den normalen Vektor, ne? Also der Rang von dieser Matrix ist immer 1. Ja? Also die Matrix ist nicht invertierbar, die ist singulär. Aber die resultierende Projektionsmatrix und die resultierende Spiegelungsmatrix, die sind natürlich regulär, die sind sogar orthogonal. Ja? So, schreib nochmal dabei, der Rest ist Übung. Gut, dann machen wir ein Beispiel dazu. So, das ist natürlich ein Beispiel, was ich mit einem Computerprogramm berechnet habe. Oder habe ich das nicht? Ne, was habe ich gemacht? Ne, das ist einfach das. Ne, das habe ich glaube ich tatsächlich mal per Hand ausgerechnet. Ne, sieht doch nach Computerprogramm aus. Okay, das sind keine gerundeten Zahlen, deswegen bin ich mir das nicht mehr sicher. Okay, gut. Okay, also zum allgemeinen Prozedere. Ich wähle jetzt eine Spiegelungsmatrix, die ich auf A von links anwende. Und mein Ziel ist es jetzt, immer unter der diagonalen Nullen zu erzeugen. Ne? Ja, also erstmal in der ersten Spalte Nullen zu erzeugen. In der ersten Zeile steht irgendwas. Ja. Und hier steht eine Matrix A1. So. Und im nächsten Schritt
Wenn euch wieder eine Spiegelungsmatrix an, H2 mal H1a, ne? Sodass dann in der zweiten Spalte unterhalb der Diagonalen 0 stehen. So, dann habe ich nur Restmatrix A3 und so weiter, bis ich irgendwann auf meine Robo Dreiecksmatrix stoße. Ja? Das ist Sinn und Zweck der QR-Zeugung mit Hausorder. Ja? So, ich muss natürlich darauf achten, dass ich diese Nullen beibehalte. Ne? Dass ich das H2 nicht so wähle, dass ich die Nullen wieder kaputt mache. Ne? Ja? Okay, das sehen wir gleich im Beispiel. Das ist das Beispiel 5.1. Nehmen wir mal eine 3x3 Matrix, einfach A gleich 0 minus 4, 2, 6 minus 3 minus 2, 8, 1 minus 1. Ja? So, wie bekommen wir unser n, unseren normalen Vektor? Naja, n war ja gegeben durch die erste Spalte von A. Das ist 0, 6, 8, ne? Plus Signum von A1, 1, Signum von 0 ist in dem Fall 1, mal die Norm des ersten Spaltenvektors, das ist Wurzel 64 plus 36, das ist Wurzel 100, also 10, mal E1, also 1, 0, 0. Und das ergibt also 10, 6, 8, ne? So, den muss ich normieren auf 1 und wenn ich jetzt, dann muss ich H1 berechnen, ne? Einheitsmatrix minus 2 mal n transponiert und ich erhalte H1 wäre dann 0 minus 0,6 minus 0,8 minus 0,6, 0,64, das sind jetzt einfach nur Zahlen. Schreibst du mal, minus 0,8, minus 0,48, 0,36. Ne? So, und H1 mal A liefert dann das gewünschte, ja? Nämlich minus 10, 1, 2, 0, 0, das ist das, was ich wollte. So, und die Restmatrix ist 0 minus 2. 5 minus 1. Ja? So, und darauf muss ich jetzt wieder mein Hausholder-Verfahren anwenden, ohne die ersten Nullen kaputt zu machen. Ja, ich müsste jetzt eigentlich die zweite Spalte nehmen. Ich sage jetzt mal A Stern 2 Schlange, weil ich die 1 nämlich nicht nehme. Wenn ich die 1 mitnehme, dann mache ich die Nullen kaputt. Ja, also ich nehme hier 0, 0, 5. Ja, ich nehme ja quasi jetzt nur noch die zweidimensionale Spalte, ne? Und fülle die dann entsprechend mit Nullen auf. Okay, so, und dann dasselbe Prozedere. H2 ist jetzt eine schöne Matrix. 1, 0, 0, 0, 0, ne? Das muss so sein, dass in der ersten Zeile bzw. in der ersten Spalte der erste Einheitsvektor steht, ne, damit das hier beibehalten wird. Ne? Und was haben wir hier noch stehen? 0 minus 1 minus 1, 0 und H2 mal H1 mal A liefert meine gewünschte obere Dreiecksmatrix, nämlich minus 10, 1, 2, 0, minus 5, 1, 0, 0, 2. Das ist R. Ja? Komisches R. Ja, ne? So, und das Produkt aus H2 und H1 wäre dann gut transponiert. Ne? So. Ich habe Q berechnet.
und die Probe gemacht, das stimmt. Ja? Aber ich schreibe jetzt nicht Q anderes. Sind nur Zahlen. Ja? So, ich hoffe, dass das Prinzip des Haushalterverfahrens klar geworden ist. Ne? Gut, dann gehen wir noch mal ganz kurz zur Folie, weil das habe ich nicht. Die Givens-Rotation ist noch erstmal kurz beschrieben. Dann machen wir da auch noch ein Beispiel zu. Ja. Also, wie der Name schon sagt, spiegeln wir hier nicht, sondern wir drehen. Wir drehen um einen Winkel Phi aus dem halboffenen Intervall 0,2pi und machen uns jetzt mal im 2x2-Fall klar, was da passiert. Ja? Also, was ist eine Drehmatrix? Wie kann ich eine Drehmatrix um einen Winkel Phi bestimmen? Das ist, die ist da einfach dadurch gegeben. Cosinus Phi, Sinus Phi, Minus Sinus Phi, Cosinus Phi. Ich will das nicht alles immer aufschreiben, ich schreibe jetzt einfach dafür als Abkürzung CS minus SC. Ja? So, wer lineare Algebra mal mir gehört haben sollte und sich dunkel erinnert, der wird sagen, na, das Minuszeichen stand doch hier. Ja, wenn ich gegen den Uhrzeigersinn drehe. Ne? Eine Drehmatrix wird, also ein Winkel ist üblicherweise wird immer gegen den Uhrzeigersinn angegeben. Aber hier drehe ich im Uhrzeigersinn. Ja? Warum drehe ich im Uhrzeigersinn? Naja, ich habe einen Vektor und den will ich auf einer Achse drehen, auf die X-Achse drehen. Ja? Und dann drehe ich im Uhrzeigersinn. Ne? Deswegen steht das Minus hier. Ja, was sind Cosinus und Sinus? Ne, wenn AB ist der Vektor, den ich auf die X-Achse drehen will, naja, nach Pythagoras, der Cosinus A durch Wurzel A Quadrat plus B Quadrat. Ne? Ankathete durch Hypotenuse, Sinus ist die Gegenkathete durch Hypotenuse, also B durch Wurzel A Quadrat plus B Quadrat. Ne? Ja, so, und was bewirkt das? Warum drehe ich auf die X-Achse? Naja, weil dann eine Komponente des Vektors zu Null wird. Ja? Ich will ja eine obere Dreiecksmatrix erzeugen, das heißt, ich will unten rechts in meiner Matrix A überall Nullen haben. Ne? Ja, eine Givens-Matrix sieht also so, dass genau ein Eintrag von A auf 0 gesetzt wird. Ja. Ja, gut. Okay, gut, dann muss ich wieder an die Tafel, sorry, das ist aber der letzte Schwenker für heute. Ja, gut. Ja, also Givens-Rotation bewirkt folgendes. Ja, ich mache es mal nur anhand einer 3x3-Matrix. So, ne, angenommen ich will hier eine Nullen erzeugen, dann liefert mir die Givens-Rotation hier eine Null. Ne? Ja. Und so weiter. So. Und auch hier bekomme ich mein Q über das Produkt von Givens-Matrizen. Die nenne ich jetzt GI. Jetzt muss ich mit der Indizierung aufpassen. M minus I plus 1. Mal gucken. Das ist GM bis G1. Ne? Mal A. Bis ich meine obere Dreiecksmatrix kriege, ja, das kann man induktiv zeigen, ja, dass der untere Dreiecksteil immer aus M-Einträgen besteht. Ne, bei der 3x3-Matrix habe ich 3. Ja, kann man induktiv zeigen. Also brauche ich insgesamt auch hier wieder M-Givens-Matrizen. Bei der Hausbahn habe ich gar nicht so gesagt. Beim Haushaltverfahren brauche ich nur M-1 Haushaltverfahren, ne? Beim Givens-Verfahren M. Ja, und gut transponiert ist wieder das Produkt aus M bis G1. Ne? So.
die sind auch orthogonal. Ne? Drehmatrizen sind orthogonal. So, machen wir auch hier ein Beispiel. Das wäre das Beispiel 5,2. Wir haben eine 3x3 Matrix. A gleich 1, 5, 4. Minus 2, 1, 3. 2, 0, minus 2. Ne? So. So, ich möchte gerne hier jetzt eine 0 erzeugen. Ne? Ja, das heißt, ich. Was betrachte ich denn jetzt? Ich mache daraus einen zweidimensionalen Fall. Ich betrachte den Vektor 1 minus 2 und den drehe ich auf die x-Achse, sodass die y-Komponente 0 wird. Ne? So, das heißt, a ist 1, b ist minus 2. Dann ist der Cosinus 1 durch Wurzel 5 und der Sinus ist minus 2 durch Wurzel 5. Ne? So, dann ist G1 so, Vorsicht. Ich betrachte jetzt nur die X- und die Y-Achse. Ne? Das heißt, der Z-Teil sozusagen darf sich nicht verändern, die Z-Komponente darf sich nicht verändern. Das heißt, ich muss in der letzten Zeile und in der letzten Spalte den Einheitsvektor reinschreiben. Ne? So, und hier habe ich jetzt Cosinus 1 Sinus, Minus, Sinus, Cosinus. Ne? So. So, und dann G1 mal A bewirkt tatsächlich, dass ich hier eine 0 rauskriege, das ist Wurzel 5, ja, das habe ich jetzt echt berechnet, 3 durch Wurzel 5, minus 2 durch Wurzel 5, 0, wie gewünscht, 11 durch Wurzel 5, 11 durch Wurzel 5, 2, 0, minus 2, oh, also glücklicherweise habe ich jetzt hier auch schon eine 0. Naja, die 0 macht das Verfahren mir aber wieder kaputt. Ne? Leider, das ist so. Ne? Also die 0 kann ich nicht beibehalten. Schade. Ich muss tatsächlich 3 Iterationen machen. Ne? Okay, ja. Gut, so den Rest schreibe ich zusammenfassend hin. Vorsicht. Jetzt muss ich mir immer überlegen, wo will ich meine 0 haben. Hier möchte ich jetzt meine 0 haben. Ne? So, dann betrachte ich den Vektor Wurzel 5, 0. Also ich bin jetzt in der XZ-Ebene. Ja, und drehe auf die X-Achse. Dann muss ich die Y-Komponente beibehalten. Das heißt, ich muss den zweiten Einheitsvektor in die Mitte meiner Matrix G2 schreiben und habe dann hier wieder CS minus SC. Ne? So, und G2 mal A zerstört mir tatsächlich meine 0. Es ergibt sich G2 mal G1 mal A. Es ergibt sich 3, 1, minus 2. Hier 0, 0 in der ersten Spalte, wie gewünscht. Und jetzt habe ich aber hier stehen 11 durch Wurzel 5, 11 durch Wurzel 5. Und die 0 ist kaputt. Hier haben wir minus 3 durch, 2 durch Wurzel 5 stehen. Und minus 2 durch Wurzel 5. So, okay. So, und ein Given-Schritt ergibt mir jetzt die obere Dreiecksmatrix. Schreib sie hier hin. Die lautet dann 3, 1,
minus 2. 055 000. Oh, die ist singulär. Ja? Die hat eine Nullzeile. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Ja, was mache ich jetzt hier noch? Was habe ich hier gemacht? Ich will das hier auf 0 bekommen. Ne? Ja, dann betrachte ich wieder. Ja, jetzt betrachte ich die YZ-Ebene, wobei ich auf die Y-Achse drehe. Muss damit die X-Komponente beibehalten. Ja? Das heißt, meine Givens-Matrix hat in der ersten Zeile bzw. in der ersten Spalte den Einheitsvektor stehen. Hm? Ja. Gut, ja, ganz zum Schluss jetzt noch. Das sind ja 3x3 Beispiele. Wie wende ich denn jetzt meine QR-Zerlegung, die ich ja mit Hilfe von Givens-Rotation oder Haushalterspiegelung bekommen kann, auf über bestimmte Gleichungssysteme an? Also, QR-Zerlegung für überbestimmte Gleichungssysteme. Naja, also, ich betrachte m größer n. Teilweise ist das viel, viel größer als n. Das heißt, A hat so eine Gestalt, ne? Eine Rechtecksgestalt. Ja? Also M Zeilen und N Spalten. Ne? Die kann voll besetzt sein. So, das Q ist eine M Kreuz M Matrix. Also eine große Matrix. Ne? Ja? Q aus R M Kreuz M und das R ist eine M Kreuz N Matrix. Ja. Also hat das gleiche Format wie A. So. Naja. Das ist aber eine obere Dreiecksmatrix, ja. Und wenn ich die QR-Zerlegung so bestimme, wie ich das gerade wollte, wie ich das gerade vorgeführt habe, bekomme ich diesen Teil. Ne? So. Und hier 0. Ja. Hier muss ich auch 0 erzeugen. Ne? Sonst habe ich keine obere Dreiecksmatrix. So, das heißt, ich habe quasi zwei Teile. Ja? Das ist ein N Kreuz N Teil. Ne? N Kreuz N, Entschuldigung. Und das ist ein M minus N Kreuz N Teil. Ne? Ja? So. Gut, das kann ich machen. Ne? Dann hat meine unsere Dreiecksmatrix hat Nullen. Ja, aber wie löse ich jetzt mein lineares Gleichungssystem? Ne? Also AX gleich QRX gleich B. So, das RX habe ich ja Z genannt. Ja. Z ist ja Q transponiert mal B, ne? Weil die Inverse von Q gleich der transponierten ist. Das ist kein Problem. Ne?
Also das Z ist ein Vektor aus dem R hoch M. So, und jetzt berechne ich Rx gleich Z. Ja? Das sieht so aus. Ne? Hier habe ich ja wieder mein R, das in zwei Teile zerlegt ist. Obe Dreiecksmatrix. Ne? So, und das X, ja, das hat ja nur die Dimension n. So. Auf der rechten Seite C steht Z, aber das ist ein m-dimensionaler Vektor. Naja, das geht ja gar nicht, je nachdem. Ne? Es sei denn, die letzten m-n-Komponenten von Z sind 0. Ja, so ist das. Nur in dem Fall hat das Gleichungssystem eine exakte Lösung, ansonsten keine, wie gesagt. Ja, aber trotzdem, die Lösung, die hier rauskommt, x1 bis xn, die minimiert aber trotzdem die Norm des Residuums und löst dadurch das lineare Ausgleichsproblem. Ja? Also man macht es so und es funktioniert. Ne? Ja, die QR-Zerlegung ist quasi die schönste, beste Methode, um über bestimmte Gleichungssysteme zu bestimmen. Ne? Aber natürlich ist die Berechnung einer QR-Zerlegung dementsprechend aufwendig. Aber wenn man sie einmal hat, die QR-Zerlegung, dann ist alles total easy. Ne? Weil ich dann ausnutzen kann, dass die Inverse gleich der Transponierten ist und das Gleichungssystem ist auch billig zu lösen mit rückwärts einsetzen. Ne? Ja, gut. Ich denke, das war's für dieses Jahr. Ich fange jetzt kein neues Kapitel an. Wir machen im neuen Jahr dann erstmal weiter mit dem Beweis des Konvergenzsatzes für das Newton-Verfahren. Und dann haben wir ja noch das Kapitel über Eigenwerte. Ja, gut, dann wünsche ich euch erstmal schöne Feiertage. Kriegt auch mal den Kopf frei, macht auch mal ein paar Tage Komplettpause. Ne? Das machen wir alle. Und ja, macht das Beste aus dem Lockdown, nützt ja nichts. Und natürlich dann noch eine Jode Rutsch. Schöne Feiertage, wie gesagt, und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ne? Ciao, ciao. So, Stream ist beendet.